Ja. Ja, außer jetzt Paulo. Ah, oh, scheiße, meine Sie Maschine ist ist gestorben. gestorben. Eine was? Was ganz Maschine Boah. ist gestorben. Das kann ja was werden, ey. Geht schon gut los. Ich glaube, es geht schon wieder los. Aha. Mir ist warm. Ein Also, bisschen. wie Sie Da, bestehen. so. David, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video der Quad Family 31. Wir sind quasi wieder in gewohnter Konstellation, außer dass wir, ich kann mich nicht so weit drehen, hinter uns noch ein Auto haben mit samt Quad. Das ist nämlich der liebe Faule. Genau. Wir stehen wieder an einer roten Ampel und was wir nach fast einem halben Jahr heute machen, genau das erfahrt ihr bekanntlich nach dem Intro. Ein kleines Rätsel, wem fällt etwas auf? Die Quad Family 31 hat endlich weiblichen Zuwachs bekommen. Juhu! Damit ganz offiziell, sie kann uns noch nicht hören, weil wir brauchen noch ein neues Sena für Ja. unseren Neuzugang. Und da kann sie ja jetzt auch nicht motzen, dass wir sie jetzt so gebührend feiern. Nicht sehr, Herzlich nicht nett. willkommen, genau, herzlich willkommen in unserer verrückten Quad Family in der verrückten Quad-Welt. Herzlich willkommen, Nadine. Die neue Frau an Dominiks Seite und da sind wir total glücklich drüber. Ja, Ja. definitiv. Hast du das auch, Mama? Ich habe ja jetzt dieses wunderschöne Pinlock-Visier mir geholt mit Mama und Papa zusammen. Und ich habe zwei Flecken, die noch beschlagen. Nein, bei mir ist alles glasklar. Kann ich Richtig, nicht richtig sagen, ich habe geil. mein Visier noch offen. Ich sehe gar nichts. Zu. Ich sehe auch nichts. Wieso seht ihr nichts? Geschlagen. Ich habe Brille. Ey, Vielleicht fahr atme ich auch vorsichtig. einfach zu Das viel. ist Nadines erste Fahrt mit dem Quad. Ja, Mann. Da muss man schon gescheit fahren. Ja. Nächstes Jahr im Sommer sieht es anders aus. Da kannst du dann schon mal driften. Ja. Hey. Was man noch dazu sagen muss, was wir eigentlich heute machen, meine Freunde. Du hast da ein Handtuch. Es ist zu warm. Das ist ein Putzlumpen von meinem Arbeitskollegen. Das habe ich genommen, um damals meinen Sitz sauber zu machen. Das kommt jetzt immer mit. Total geil. Warum habe ich mal ein Unterhemd oder sowas? Okay, naja. Gut, das hat mich jetzt gerade ein bisschen aus dem Konzept gebracht, aber okay. Wo sind wir heute hin unterwegs? Das kann euch der liebe Mike beantworten, weil Mike, der klemmt gerade hier hinter mir. Ja, Und wir fahren. ja, wie sich das jetzt auch erklärt, sind wir dann ein paar mehr in der Quad-Familie, nämlich genau eine Person. Und jetzt sind alle drei Quads gut belegt. Ja. Mike, jetzt erklär doch mal, wo wir eigentlich hin unterwegs sind. Wir fahren jetzt gerade nach Gifhorn und machen da eine Art Lichterfahrt, wo alle Quads geschmückt, hell erleuchtet sind für das Kinderhospiz. Genau, das tun wir. Mama könnte uns ja mal so beantworten, wie viele Quads wir überhaupt dort erwarten dürfen, weil sie hat mit dem lieben Gerhard Kaspar viel im Kontakt gestanden und kann Also uns näher dazu informieren. es war ja mal die Rede von, naja, so 20 Fahrzeuge. Da sind wir aktuell weit drüber hinaus. Also letzter Stand waren, ich glaube, 32 Quads. Und ich glaube, Seid ihr alle da? vier Trikes, glaube ich. Oha, Wahnsinn. Also es wird mit Sicherheit ganz wunderschön. Also ganz wichtig wollte ich jetzt auch nochmal hier sagen, ne? Nicht nur der liebe Paula begleitet uns. Wir haben ja auch wieder unsere Freunde, unsere Best Buddies hier mit dabei, ne? Das Dreamteam. Ja, Toll. sagt mal was. Ja, Hallöchen. Hallo. Wiklas ist nämlich mit dabei. Ja. Wiklas, oh, guck mal, hier ist einiges. Alias TGW Echo. Genau, Oh, das schaffe ich, Wiklas aber Paul wird es nicht mehr. Ah, der blinkt, okay. Oh.
Alter, dein Ernst? Ich hab nicht mal auf die Gas gegeben. Also, es ist glatt. Oder rutschig. Niklas und Vicky, also für alle, die es noch nicht wissen. Genau. Diesmal mit Viktoria, die war beim letzten Mal ja nicht dabei aus krankheitsbedingten Gründen, leider Gottes. Aber diesmal haben wir es dann doch hingekriegt. Ja, Gott sei Dank. Ja. Also alles gut, uns geht's gut. Wir sind glücklich, dass wir endlich mal wieder auf den Quad sitzen. Genau. Ja. Wie, warum, weshalb ihr so lange nichts von uns gehört habt, das ist, denke ich mal, ein interessantes Thema für ein anderes Video. Heute wollen wir uns um das wichtigste Thema in diesem Video beschäftigen. Und das sind die Quad-Kinder Gifhorn. Das ist nämlich eine Interessengemeinschaft. Es ist keine richtige Quad-Gruppe, es ist kein richtiger Verein. Es sind einfach Leute wie du und ich, die sich zusammentun und gesagt haben, ey komm, jetzt gerade zur Weihnachtszeit, ne, gibt es ja viele Kinder, junge Erwachsene und auch Erwachsene, die die Weihnachtszeit nicht so toll verbringen können, wie wir es gern haben würden, weil sie die schreckliche Diagnose Krebs bekommen haben oder auch andere schreckliche Krankheiten, mit dem das Leben um einiges erschwert wird. Da springt dann natürlich der Verein Quad-Kinder mit ein. Also ich sage jetzt Verein, es ist kein Verein, es ist eine Interessengemeinschaft. Die sagen, ey, wenn jetzt kein Corona wäre, würden die mit den Kids eine Quad-Tour unternehmen. Geht jetzt natürlich aus Corona-Gründen nicht. Aber um trotzdem Präsenz zu zeigen, gibt es dann eine wunderschöne Lichterfahrt, wie Mike uns schon erklärt hat, wo wir gerade auf dem Weg dorthin sind. Und wie ihr wahrscheinlich auch schon an meiner Maxa merkt und wahrscheinlich gleich auch noch an den anderen Quads, sind wir alle sehr festlich geschmückt und in Feiertagslaune. Und ich würde sagen, da Bilder mehr als 1000 Worte sprechen, springen wir gleich theoretisch schon dahin zu den Quad-Kindern nach Gifhorn und sehen uns dann gleich dort wieder. Außer es passiert natürlich auf dem Weg noch was Interessantes, dann schalte ich euch wieder dazu. 12 Sekunden später. Wie ihr wahrscheinlich merkt, wir fahren alle auf Achse. Hahaha. Man sieht's ja. Und natürlich haben wir uns für die einstündige Fahrt dementsprechend auch angezogen. Also Zwiebeln haben Schichten ist hier das Motto. Ja, also ich denke mal, da Mike und ich der Extremfall sind, weil wir auch die luftigste Maschine haben, erklären Mike und ich jetzt euch mal, wie viele Schichten wir eigentlich anhaben. Ich fange mit meiner Hose an und Mike sagt dann sein Oberteil. Also bei mir, meine Hose besteht aus einer langen Skiunterwäsche mit Sneakersocken drunter. Darüber kommt dann eine Jogginghose inklusive Thermo-Einsätze-Gedöns hier mit zusätzlich noch dazu Baumwollsocken und darüber für den Style eine Jeans mit Kniestrümpfen. Des Weiteren darüber natürlich die Motorradhose mit Protektoren, Safety First, ne, abriebfestem Material und da drin natürlich das warme Thermo-Innenfutter. Und Mike, jetzt erklär mal, was du eigentlich so oben drüber anhast. Also ich habe einmal ein langes Unterzieh-T-Shirt, also so ein Zieh-Unter-T-Shirt. Darüber noch eins, also noch so ein Zieh-Unter-T-Shirt. Ja, Funktionswäsche. Ja, genau. Und dann noch ein Hoodie und unsere Sommerjacke, die wir in Packfields gekauft haben. Genau. Und den Hoodie. Und ja, nee, die Jacke. Genau, die Jacke, der Style muss natürlich sitzen. Da nochmal großes Shoutout an quadbros.de, Hashtag Werbung. Nein, ist natürlich, wir kriegen kein Geld von ihm oder so, oder es ist keine richtige Produktplatzierung. Aber die Sommerjacken, die wir haben, die sind wir ja jetzt auch schon einige Zeit gefahren und die sind tatsächlich sowohl in der Übergangszeit als auch im Sommer oder Frühling immer sehr gern genommen. Im Gegensatz zu einer Lederkombi bietet die ein bisschen Stau. Mehr Bewegungsfreiraum. Und
die ist halt, hat noch Brustprotektoren, was für Mike und mich jetzt natürlich auch nicht gerade unwichtig ist, weil die Maxa, die hat sehr viel Freiraum. Genau, läuft bei dir. Und da oh ist es dann Gott. Natürlich auch dementsprechend angenehm, wenn man einen Schutz vor Wind auch im Brustkorbbereich hat. Also ich muss sagen, das Pillock hat sich jetzt schon bewährt. Es ist nichts beschlagen, null. Ja, minus ein Grad und mir ist halt einfach gerade richtig warm. Ne? Ja, wir sind halt gut auch angezogen, ne? Er ist kalt. Warum ist dir kalt? Weiß ich nicht. Ja. Nein, es geht, alles gut. Ich wollte mal was Unproduktives im Raum schmeißen. Nein, mach dir mal warme Gedanken. Denk an deine Liebste. Da mir ist Bulle warm, ohne Scheiß. Ja, der ist so heiß. Also Dominik, an sich, ne? An sich, ein besseres Date kannst du ja nicht haben. Sie ist ja jetzt gezwungen, dich zu umarmen. Also hättest du das ein richtiges Arsch sein können. Das macht sie auch freiwillig, das weiß ich. Irgendwann später. Erste Worte nach dem Ankommen? Ja, Kaffee schmeckt, ne? Und die Leute sind alle glücklich. Ja. Kiddies haben wir auch schon glücklich gemacht. Ja, klar. Und damit sage ich herzlich willkommen zurück. Wir sind jetzt endlich hier am Sammelpunkt angekommen in Gifhorn und gehen hier mal durch die ganzen Maschinchen durch, was wir hier denn alles so stehen haben. Also, ihr kennt ja hier schon, ne, die vier üblichen Verbrecher, die es so gibt, aber die interessieren uns nicht. So eine schöne CF. Was wir hier haben, ist ja auch schick vom Roten Kreuz. Läuft auf jeden Fall. Dann haben wir nochmal wieder eine. Ich muss meine Handschuhe ausziehen. Ich habe leider keine Touch-Handschuhe. Nochmal hier CF Moto. Und wir gehen mal ein bisschen weiter, was wir hier noch so finden. Hier. Die Seite könnt ihr eingeben. Das sind die Veranstalter des heutigen Tages. Und auch hier wieder CF vertreten. Wir sind sehr CF-dominiert, merke ich gerade. Die besten Quads. So. Und dann gehen wir mal weiter. Genau. Das könnt ihr euch mal, seht ihr alles wirklich auf der Internetseite, gibt es ein. Dann kriegt ihr alle Infos, was das hier heute abgeht. Und oh mein Gott, Alter, wirklich, wir sind ja im Gegensatz zu sowas wirklich gar nichts. Da haben wir hier deutlich extremere Maschinen am Start. Ist das cool. Ja, wo wollt man die dran bauen? Hier haben wir den lieben Paolo, der uns auch begleitet hat. Der Paolo hat extra seinen Anhänger mitgenommen, wo alles verkabelt wird. Mit Seifenblasenmaschine. Eieiei. Ah, da haben wir die gute Stales auch vertreten. Einmal winken. Moin moin. Moin moin. Auch schick, schick, schick. Läuft, läuft. Die Bombenmütze darf natürlich nicht fehlen. Und der Weihnachtsmann, den Weihnachtsmann habt ihr auch auf der Straße aufgegabelt. Festgefahren. Ja, ja. Juti. Nochmal Stales. Und da hinten ein Buggy. Da hinten ist der Buggy. Und da ist ein 1 Dominik, was erfriert. Hä? Es ist kalt, Mann. Ist nicht wahr. Okay, sehr gut. Sehr gut. Mike, was sagen Sie zu dieser kühlen, feuchtfröhlichen Veranstaltung? Es ist arschkalt, meine Hände frieren ab. Pussy. Und natürlich, wo ist die Mutti? Mutti ist hier. Mutti ist beim Essen. Nein, wie es sich gehört. Gerade hier, weil die trauen sich doch immer nicht. Die sehen uns sind doch hier. Zack. Wir wollten uns jetzt nochmal bei euch ganz herzlich bedanken dafür, dass ihr die Verpflegung übernommen habt. Wir haben ja nun mehrfach, oder ich hatte vorgeschlagen, das durch Umlage oder wie auch immer zu machen.
wo du ja nicht von zu überzeugen warst. Genau. Deshalb haben wir hier eine Kleinigkeit. Ach, wie süß, danke sehr. Hier hat einer unserer Fahrer noch mitgebracht. Ach, wie schön, danke sehr. Hier nochmal für dich, auch Dankeschön. Mit einem kleinen Schlüsselanhänger unserer Truppe. Dankeschön. So, und parallel dazu kriegen die Kinder natürlich nochmal jeder ein kleines Tütchen. Nimmst du mal ein? Eine Meile. Die regt alle. Mama kriegt natürlich auch noch eine. Danke sehr. Ja, das ist ein so, Dankeschön. Ab vielen Dank dafür, dass ihr eure Mama euch dafür angeboten habt. Gerne. Ja, auch herzlichen Dank. Vielen Dank. So, Freunde, da melde ich mich auch schon wieder aus dem Schnitt wieder. Und genau, das war der erste Teil der Quadlichterfahrt. Wenn ich euch das hier einmal zeigen darf, haben wir nämlich noch ganz viele andere Sachen, die ich noch für euch zusammenschneiden darf. Und am Freitag geht es weiter mit Teil 2 der Lichterfahrt. Und ich hoffe, man sieht sich. Und ich verabschiede mich mit den magischen Worten. Wir sind die Quad Family 31 und sagen Ciao!